Aber ja, also Landschaftsgärtner sind für mich schon mal sehr interessant. Was sonst noch interessant wäre, wenn man auf einer kleinen Karte spielt, vielleicht die Krieger zum Beispiel. Die haben halt Boni auf, Starttechnologie bei den Waffen ist höher, Waffenproduktion ist allgemein billiger und so weiter. Da gibt es sehr, sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Aber ich bleibe, glaube ich, erstmal bei dem Landschaftsgärtner. Mein ungefährer Plan für diese Rasse ist, wir werden sehr, sehr viele Planeten kolonisieren können, weil wir halt dieses Terraforming betreiben können. Ich will trotzdem möglichst in einem abgesteckten Gebiet bleiben. Also so wie ähnlich wie hier, meinetwegen fünf, sechs Planeten erstmal um uns rum, damit wir uns ein wenig einigeln können und schnell genug unsere Schiffe hin und her schicken können, falls uns mal jemand angreift. Ich versuche einfach, uns so einzuigeln, wie ich gerade gesagt habe, dass die anderen Computergegner sich erstmal gegenseitig ein bisschen behaken, dabei hoffentlich nicht zu gut abschneiden, sonst wird einer ja zu stark. Und wir uns währenddessen aufbauen können. Da ich, wie gesagt, das Spiel noch nicht ganz so gut kann, da ist eine passive Haltung, denke ich mal, recht gut. Also, Landschaftsgärtner, vorwärts. Wir haben schon keine Punkte mehr hier oben. Der nächste Reiter sind Nebeneigenschaften. Hier gibt es positive und negative. Ich nehme schon mal ein negatives, das ist begrenzter Roboterbergbau. Dadurch bedeutet das, dass wir nur Mini-Bergbauschiffe bauen können. Also das sind diese Schiffe, die man zu nicht besiedelten Planeten schickt, wo man dann die Erze abbaut und mit so einem kleinen Brummi hin und her transportiert. Da wir aber fast jeden Planeten kolonisieren können, brauchen wir auch keinen Bergbau. Das heißt, ich nehme jetzt eigentlich etwas Negatives, was für uns nicht wirklich negativ ist, aber dadurch bekomme ich 84 Punkte. Also ja. Außerdem steigt die Maximalbevölkerung pro Planet um 10%, was ein riesiger Vorteil ist. Also ja, nicht wirklich negativ für uns. Weil wir also uns auf eine bestimmte Sache spezialisieren. Wir wollen möglichst viel produzieren, wir wollen möglichst viel Bevölkerung haben. Und die einzigen Nachteile, die wir haben werden, ist wahrscheinlich die Forschung. Da müssen wir ein paar Punkte reinstecken, aber da kommen wir später zu. Was ich auch noch nehme, sind keine Ram-Scoop-Triebwerke. Ram-Scoop waren die Dinger, die unter einem gewissen Warp-Wert keinen Treibstoff verbrauchen. Aber da wir uns eh in einem Gebiet einigeln wollten und erst nach und nach expandieren, brauchen wir gar nicht so schnelle Triebwerke und schon gar keine billigen, weil wir können uns hier immer wieder auftanken lassen bei der Raumstation. Schon sind wir bei 138 Punkten. So, jetzt nehme ich aber etwas, das recht teuer sein wird, und zwar globales Terraforming. Dadurch wird je höher unser Tech-Wert in Biotechnik ist, können wir besser terraformen. Normalerweise sind die Terraforming-Sachen auf die einzelnen Gebiete verteilt. Also zum Beispiel Waffenterraforming erhöht dann Strahlung, glaube ich, oder Temperatur. Konstruktion macht ein anderes und so weiter. Jetzt werden all diese Terraforming-Technologien alle auf Biologie gepackt. Und auf maximal 30% veränderbar. Und es kostet auch noch weniger. Dafür ist aber eben tierisch viele Punkte abgezogen. Da wir aber schon als Haupteigenschaft haben, dass alle Planeten automatisch zu unserem jetzigen Terraform-Wert verändert werden, ja, ist das nachher richtig ideal. Das heißt, wir kommen auf einen Planeten, der eigentlich gar nicht wirklich für uns geeignet ist, können ihn dann sofort, sobald wir den ersten Kolonisten darauf schicken, wird er instant um 30% bei allem geterraformt. Das heißt, wir können fast alles besiedeln. Also das dauert natürlich, bis wir so weit können, aber es wird später irre praktisch sein. So, jetzt müssen wir wieder ein paar Punkte rausreißen. Wir gehen auf den nächsten Reiter. Jetzt haben wir hier, wie gut unsere Rasse angepasst ist an die Umgebung. Da wir selber recht viel Terraforming betreiben können und auch werden, müssen wir nicht wirklich gut angepasst sein. Wir passen einfach unsere Umgebung an uns an und nicht umgekehrt. Also verringere ich das hier. So. 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 Eigentlich könnte ich es noch mehr verringern, weil wir ja später 30% in jede Richtung terraformen können. Das heißt, theoretisch könnte ich hier einen Cut machen. Dann gucke ich mir an, wie lang dieser Balken ist. Davon 30%. Moment mal. Also, wir können zu 30% terraformen. Ne, dann nehmen wir den ganzen Balken und davon 30% und verschieben das dann nach links und rechts. Also, wir könnten, glaube ich, bis so gehen. Aber das will ich nicht, da wir halt erst sehr spät zu 30% terraformen können. Das sollen wir jetzt erstmal reichen. Wir haben jetzt 314 Punkte. Die werde ich aber gleich wieder verbraten. Denn hier unten steht, maximales Bevölkerungswachstum pro Jahr ist 15%. Das erhöhe ich jetzt auf 19. 19 ist eine komische Zahl, werdet ihr sagen, aber das ist ein sogenannter Breaking Point.
Wenn ich jetzt von 17 auf 18 erhöhe, kostet das eine gewisse Punktzahl. Von 18 auf 19 kostet es genau die gleiche Punktzahl wie von 17 auf 18. Wenn ich jetzt aber von 19 auf 20 erhöhe, ist das nicht die gleiche Punktzahl wie von 18 auf 19 und 17 auf 18, sondern gleich eine wesentlich höhere. Deswegen bleibe ich bei 19. Um halt nicht exponentiell mehr Punkte auszugeben. Und das meinte ich mit kleinen Friemelkram bei der Rassengeneration. Also hier kann man wirklich Stunden damit verbringen, eine optimale Rasse zu generieren, obwohl es so wenig Einstellungsmöglichkeiten eigentlich gibt. Gut, nächster Punkt. Hier wird jetzt angegeben, wie gut unsere Wirtschaft ist eigentlich. Zum Beispiel hier. Eine Ressource wird jährlich für je 1000 Kolonisten erzeugt. Wenn ich das Ganze runtersetzen würde, was tierisch viele Punkte kostet, haben wir später wesentlich mehr Ressourcen. Und Ressourcen sind somit das Wichtigste, was man haben kann. Aber es kostet halt auch tierisch viel. Dementsprechend könnte ich auch sagen, wie will ich jetzt meine Rasse generieren? Will ich möglichst am Anfang viele Ressourcen haben? Will ich möglichst langfristig Ressourcen haben? Nehme ich mir Zeit mit dem Aufbauen? Weil wenn wir zum Beispiel die Preise jetzt für die Bergwerke erhöhen würden, sagen wir mal auf 10, heißt das, wir können nicht so schnell Bergwerke bauen, weil die halt mehr Ressourcen kosten. Aber am Anfang brauchen wir auch, also am Anfang hat man zwar Ressourcen, aber nicht ganz so viele. Das heißt, allgemein verzögern wir dadurch unsere Erzproduktion. Aber dafür haben wir halt Punkte für etwas anderes über. Trotzdem gehe ich damit mal wieder auf 5 runter. So, wir haben jetzt 121 Punkte. Ich gucke nochmal auf die nächste Seite. Die nächste Seite ist für uns nämlich auch sehr wichtig. Und zwar Biotechnologie ist für uns das Optimum überhaupt wegen dem Terraforming. Das heißt, ich gehe jetzt auf Biotechnologie, kostet 50% weniger. Dann gehe ich bei allem anderen auf, kostet 75% mehr. Das heißt, wir werden fast nur in Biotechnologie forschen können, jedenfalls am Anfang. Dadurch, dass wir aber unsere Rasse so konzipiert haben, dass wir möglichst schnell neue Kolonisten produzieren können, weil unsere Wachstumsrate halt 19% ist und weil wir die Planeten so terraformen können, dass sie zu uns passen, wodurch die Bewohner halt sich mehr vermehren, haben wir auch mehr Ressourcen und wir können diese 75% locker ausgleichen. Aber halt erst später. Am Anfang werde ich gar nicht forschen, denn ich stelle jetzt ein, alle kostet 75% mehr Forschungsfelder, also alle bis auf Biotechnologie, beginnen mit Tech Level 3. Das heißt, wir haben jetzt schon mal die gröbsten Forschungen abgehakt und können diese Bereiche die ersten Runden, also die ersten Jahre komplett ignorieren, weil wir sie halt schon auf 3 haben. So, jetzt haben wir 321 Punkte über. Das heißt, wir können jetzt hier noch ein wenig dran rumschrauben. Was hätte ich denn noch gerne? Wir könnten die Preise für Fabriken reduzieren. Damit können wir schneller neue Fabriken bauen, was gerade am Anfang recht praktisch ist. Oder wir könnten versuchen, noch irgendwie dran zu feilschen, dass wir mehr Bewohner bekommen. Dafür bräuchten wir mehr Terraforming. Das können wir eigentlich nicht ändern. Wir könnten einstellen, dass die Fabriken eine Tonne mehr weniger Gymnasium kosten. Wie teuer ist das? Das ist gar nicht so teuer. Dadurch könnten wir halt, wenn wir einen Planeten kolonisieren, recht schnell Fabriken bauen, ohne dass wir da andere Transportschiffe hinschicken müssen oder die Kolonie Bergwerke erstmal bauen muss. Ich glaube, das nehme ich mal. So, je 10.000 Siedler können bis zu 10 Fabriken betreiben. Was ist der nächste Punkt? 11? 12? Das ist gar nicht so teuer. Ich verdoppel das mal. Das heißt, wir produzieren jetzt doppelt so viel durch die Fabriken. Weil wir mit 10.000 Siedlern 20 Fabriken betreiben können, statt nur 10. Das ist schon mal ordentlich. Je 10 Fabriken erzeugen 10 Ressourcen pro Jahr. Das versuche ich auch mal zu erhöhen. Das ist gleich richtig teuer. Das Ganze könnten wir ausgleichen, indem wir die Fabriken teurer machen. Dadurch bewirkt es, dass wir am Anfang weniger Ressourcen haben, aber dafür später wesentlich mehr. Also, wenn wir denn die Punkte hier benutzen, also ich kann es mal erhöhen, Fabriken brauchen 15 Ressourcen. Das bedeutet, dass unsere Heimatwelt nicht ganz so schnell Fabriken bauen kann, weil sie nicht die Ressourcen dafür hat. Das bedeutet auch, dass neue Kolonien nicht so schnell Fabriken bauen können, was wir hierdurch wieder ein bisschen relativiert haben. Aber allgemein dauert es trotzdem länger, neue Kolonien aufzubauen. Dafür haben wir jetzt Punkte über, die wir einstecken könnten in Fabriken produzieren mehr Ressourcen. Das heißt, wenn wir sie dann irgendwann mal haben, obwohl sie eigentlich teuer sind, bringen sie uns mehr. Das heißt, wir müssen nur so lange überleben. Ich konzipiere gerade so eine wenig langfristige Rasse, was vielleicht gar nicht so eine gute Idee ist, aber wir gucken einfach mal. Es ist ja unser erster Schritt, wie gesagt.
Müssen wir gucken, wie wir damit klarkommen. Also, aber ich glaube, ich senke das trotzdem mal wieder ein wenig. Und die 10 Fabriken erzeugen 12 Ressourcen pro Jahr. Sehr gut, jetzt haben wir noch 16 Punkte über. Ich gehe mal wieder zurück auf die erste Seite. Wir haben jetzt ja noch 16 Vorteilspunkte über. Wir können jetzt diese 16 Vorteilspunkte verteilen auf Oberflächenerze, also dass wir sofort mehr Erze zur Verfügung haben am Spielbeginn. Wir könnten das durch Erzkonzentration verbessern. Also die 16 Punkte werden auf unsere schlechteste Erzkonzentration gelegt und die wird dann erhöht. Das heißt, wir produzieren jedes Jahr mehr von diesem Erz. Wir könnten gleich Fabriken bauen lassen oder Bergwerke oder Verteidigungsanlagen. Verteidigungsanlagen machen mir für mich keinen Sinn. Wir werden in den ersten Jahren auf jeden Fall nicht angegriffen werden. Fabriken wären vielleicht noch praktisch, da hätten wir gleich mehr Ressourcen zur Verfügung. Bergwerke, nö. Und ein Haken bei den Erzkonzentrationen ist noch, es erhöht immer das Niedrigste. Und Heimatwelten, also die Startwelt wie bei uns, jetzt als Stovetop, produziert immer mindestens 30%. Das heißt, wenn wir jetzt eine richtig schlechte Heimatwelt haben, die meinetwegen Ironium nur 16% hat, und wir nehmen das hier, wird das von 16% auf meinetwegen 19% gesteigert, aber es zählt trotzdem als 30%. Das heißt, wir haben alle Punkte für nichts verballert. Das heißt, es ist echt Glücksspiel, das zu nehmen. Und ich arbeite in der Spielhalle, ich brauche kein Glücksspiel. Ich nehme Fabriken. So, damit müsste unsere Rasse eigentlich fertig sein. Ich gehe nochmal alles durch. Wir sind Landschaftsgärtner, können also sehr gut terraformen und können vom Weltall aus Terraforming betreiben mit Raumschiffen. Wir können keinen Roboterbergbau betreiben, das ist uns aber egal. Wir haben Antriebe, die recht viel Treibstoff fressen. Und wir können alleine durch Biotechnologie Terraforming betreiben und müssen nicht auf die anderen Technologien ausweichen. Wir sind nicht besonders anpassungsfähig, dafür verbreiten wir uns tierisch schnell. Wir produzieren mit unseren Fabriken mehr Ressourcen, aber unsere Fabriken brauchen auch mehr Ressourcen, um erst gebaut zu werden. Wenn sie dann aber erstmal gebaut wurden, wie gesagt, produzieren wir mehr und unsere Siedler müssen nicht, also wir haben Fabriken, die sehr effizient sind. Wir brauchen nur 10.000 Siedler, um 20 Fabriken zu betreiben. Normalerweise werden 10.000 Siedler auf 10 Fabriken verteilt. Und unsere Fabriken kosten weniger Germanium. Dadurch gleichen wir wieder aus, dass sie so viele Ressourcen kosten. Die anderen Sachen haben wir, glaube ich, so weit nicht angefasst. Nö. Weiter. Alle unsere Forschung außer Biotechnologie kosten 75% mehr. Das heißt, wir werden uns erst auf die anderen Forschungsgebiete einschießen, sobald wir die Ressourcen dafür überhaben. Das heißt, wir werden uns am Anfang wirklich darauf konzentrieren, uns auszubreiten, auf die Planeten, die in unserer Nähe sind, und dann die Wirtschaft aufzubauen. Sobald die Wirtschaft aufgebaut ist, könnten wir uns auch diese 75% mehr leisten. Ja, das wären jetzt unsere Gerogonen. Ich klicke jetzt mal auf Beenden und speichere die ab. Ich habe schon mal hier ein Gero 1, aber das war ein anderer Versuch. Das ist jetzt LP. Rasse. Okay. So, da sind die Gerogonen. 11 andere Gegner. Das könnte interessant werden. Vorwärts. So, jetzt kommen die Siegesbedingungen. Allgemein bei solchen Spielen mag ich Siegesbedingungen nicht. Ich will immer den totalen Krieg. Also stellen wir mal hier auf, regiert 80% aller Planeten, was recht unwahrscheinlich ist. Einen Tech-Sieg will ich nicht. Und übertrifft die Punktzahl des zweiten um 100%. Das ist mir zu wenig. Ich schalte mal auf 300%. Das heißt, wenn wir irgendwann richtig mächtig sein sollten und es wirklich nur darauf ausartet, dass wir den Gegner nach und nach niederprügeln müssen, dann können wir dadurch gewinnen. Genauso wie das hier, durch das 80% aller Planeten. Das heißt, wir müssen nicht den letzten kleinen Fitzel besiegen, wie hier eben gerade im Tutorial, sondern wir werden auch schon vorher zum Sieger erklärt werden. Zum Sieg ist die Erfüllung von einer der oben Kriterien notwendig. Okay, mindestens 110 Jahre müssen vergehen, bis vorher ein Sieger erklärt wird. Das kann ruhig auf 100 runter. So, beenden. Das Spiel, neue Spielname. Das ist jetzt Game LP. Okay, tada, unsere Spielwelt. Aber jetzt gibt es erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge werden wir uns dann mal darum kümmern, das Universum zu erobern. Also bis gleich.